Dies hier ist der zweite Teil meiner Dokumentation in diesem alten Jahr. Und auch das letzte Video in diesem alten Jahr. Und werde daher nicht wie gewohnt hier mit einer Begrüßungsfloskel aufwarten. Seht euch daher auch erstmal meinen ersten Teil dazu an, der in der Videobeschreibung unter diesem Video verlinkt ist. Und somit komme ich nun gleich in medias res. In Berlin musste die Kaffeebar Los Angeles wegen zu hoher Miete schließen. Aber es blieben auch zusätzliche Kunden als wie so gewohnt aus. Ich denke zum einen, weil sie wie schon zuvor von mir erwähnt im ersten Teil es sich selbst, diese Bürger nicht mehr leisten können, in Cafés, Bars und Restaurants zu speisen, sondern weil dieser Kaffeebarbetreiber die Maßnahmenkritiker zur Corona-Zeit diffamierte. Aber der Hauptgrund natürlich ist doch die zu hohe Miete, die er sich nicht mehr leisten kann. Nun gehen wir zurück nach Österreich. Da hatte August Wöginger, ein ÖVP-Clubobmann, behauptet, dass die Cafés, die Wirtshäuser und andere Geschäfte voll sein und florieren. Wer das erfunden hat, der weiß, kehrt mit der nassen Fetzen weggejagt, ja. Entweder lebt dieser Mann in einer Märchenwelt oder er, nun, das werde ich hier besser nicht öffentlich mitteilen, welche Beweggründe diese Politiker hier wirklich antreiben. Denn es gilt ja anscheinend in Österreich die Unschuldsvermutung. Ich denke zumindest, dass diesen Politikern diese Statistiken und Meldungen nicht unbekannt sein dürften, wenn sie ihren Beruf als Politiker ehrenhaft sowie gewissenhaft mit unseren harten, von Unsummen finanzierten Steuergeldern als Gehalt mitnehmen. Und so werden in unserem Land immer mehr die Dienstleistungen, auch der Handel und viele Baugewerbsfirmen insolvent im Jahr 2023. Schon um ein Viertel höher als im Vorjahr. Und 2022 waren die Insolvenzen auch schon gefährlich hoch. Beim Handel, der Gastro und anderen Gewerbe haben wir einen Insolvenzanstieg dieses Jahr von 26%. Da die Bürger immer mehr Online-Käufe tätigen, weil es dort nicht nur günstiger, sondern bequemer ist, schaffen wir nicht nur Läden wie diesen hier ab, sondern sägen auch an unserer eigenen Wohlstand. Allein in Deutschland gehen täglich an die 50 Unternehmen pleite. In Österreich sind es schätzungsweise 14 täglich, wohl eher sogar mehr. Im Vergleich zu Deutschland mit 50 täglichen ist dieses prozentual dennoch höher in Österreich, da wir flächenmäßig ein extrem viel kleineres Land sind als Deutschland. Und wer nun denkt, dass dies nur kleine Händler und Geschäftsbetreibern betrifft, irrt. Die Gefahr, die von unseren Politikern ausgeht, betrifft nun sogar einige Big Player. Eben nicht nur McDonald's, sondern auch Liner, Kicker, Michelin und einige andere. Zum Beispiel die Firma Kamai, ein Traditionsunternehmen als Autozubehörspezialist. Oder der Produktionsbetrieb der Halbstädter Würstchen ist nun auch insolvent. Währenddessen Russland immer stärker im Weltmarkt floriert, im Vergleich zu den westlichen Staaten, kaum eine Staatsverschuldung mehr zu verzeichnen hat, vernichten unsere Politiker unter anderem mit ihren Sanktionen gegen Russland damit nur unseren eigenen Wohlstand. Und dies hat nicht nur etwas mit den daraus resultierenden Gaspreisen zu tun. Das werde ich noch später erhärten. Habt ihr schon einmal an einen Zigarettenautomat, Coca-Cola-Automaten und dergleichen anderen einen Kassenzettel bekommen? Ich nicht.
Nun, die Milchbauern werden nicht nur wegen dieser schädlichen Agrarpolitik vernichtet. In Berlin gehen nun einige Bauern deswegen seit den letzten Tagen demonstrativ auf die Barrikaden. Es wird Zeit, dass die österreichischen Bauern dies gleich tun, wenn sie nicht zu einem hungernden Obdachlosen werden wollen und wir Konsumenten den Firmen mit ihren schädlichen Füllmitteln, wie zum Beispiel Nestle und Konsorten, danach ausgeliefert sein werden. Wir Bürger zahlen nun immens hohe Stromkosten, obwohl es wirtschaftlich keinen Grund dafür geben müsste, wenn unsere Politiker ihren Job machen würden. Denn wie kann es sein, dass die Stromanbieter, diese Konzerne, zu dieser Zeit mehr Gewinne einfahren als vor den letzten 3 Jahren zuvor? 20 und noch viel mehr Prozent zahlen wir nun für den Strom. Die Politiker teilen sich ihre hohen Löhne mit den Großkonzernen. Wir verarmen und es gibt keine Polizei, die diese Verbrecher vor Gericht bringen. Da wir auch noch bald unsere Gaspreise nicht mehr bezahlen werden können, müssen wir wohl lernen zu frieren. Diejenigen, die sich noch eine vorgeschriebene Wärmepumpe mit ihrem letzten ersparten Geld leisten können, werden, weil die Wärmepumpe im Winter eingefroren ist, auch blau anlaufen. Wir werden wohl auch noch unsere Wurzeln, die wir im Wald sammeln, dann am Lagerfeuer kochen. Am Lagerfeuer in dunklen Gassen und Zelten in Wäldern, da wir nicht nur die Miete nicht mehr bezahlen werden können, sondern jetzt schon in Deutschland einige Hausbesitzer enteignet werden. Ihr denkt, ich übertreibe maßlos? Heute schon sind mehr als 22% von der Obdachlosigkeit in Österreich bedroht, weil sie die Mieten nicht mehr richtig bezahlen können. Und dies werden auch immer mehr. Österreich ist in der Wohlstandsstatistik ganz unten gelandet. Heute schon suchen Rentner nicht nur Pfandgut, sondern auch etwas Essbares in den Mülleimern. Ist euch auch schon aufgefallen, dass unser Rentenalter Beitrittsjahr immer höher bemessen wird? Und ich prognostiziere, dass das 65. Lebensjahr hier sicher nicht das Höchstmaß sein wird. Und dabei dann eben im Rentenalter seine Freizeit zu genießen, ist ein Trugschluss. Das dürfte euch nun hoffentlich klar geworden sein. Oder wie wollt ihr euer Leben finanzieren? Mit der Rente sicher nicht. Die Tagesschau ist da mit ihren fadenscheinigen Doppelmoral ganz dahinter, Werbung für berufstätige Rentner zu machen. Dieses Unwort mit Fachkräftemangel ist mir ein Graus. Und was berichtet die Tagesschau gleich am nächsten Tag? Ein später Rentenantritt kann zu frühen Tod führen. Ja genau, zu Tode schuften sollen wir uns. Und das Problem nachdenkender Bürger in Rentenalter ist dann eben gelöst. In der Demobewegung der letzten 3 Jahren waren es erfahrungsgemäß an die mindestens 80% der Rentner, die für unsere Menschen- und Verfassungsrechte auf die Straße gegangen sind. Und wer arbeitet, hat dann auch keine Zeit mehr zum Nachdenken, bis er dann, ja, im Grab landet. Seniorenheime werden wir also dadurch keine mehr brauchen. Schon im Jahr 2021 wurde in Rathstadt ein Seniorenheim privatisiert. Da macht sich wohl auch die FPÖ nicht gerade stark. Also egal ob Grüne, ÖVP, SPÖ, KPÖ und so weiter. Alle verkaufen sie uns schlussendlich. In Salzburg werden reihenweise Wohnungen privatisiert, um zu Luxusimmobilien umfunktioniert zu werden. Und so wird Österreich immer weniger zum Staat und gehört dann immer mehr den privaten, superreichen Menschen. Und dass wir dann kein Staat mehr für die Bürger sein werden, sondern sehr bald schon zu Sklaven von Superreichen werden, zeigen auch die Bemühungen
um das Bargeld abzuschaffen, auf. Welche Folgen dies hat, zeigt sich in der Abschaffung aller Menschenrechte. Muss ich noch die deklarierten Menschenrechte aufzählen? Es gibt da über 50 Stück, die unsere Vorväter und Mütter festgelegt hatten. Mit dem digitalen Geld sind dann alle Menschenrechte allesamt obsolet geworden. Nur eines der vielen Beispiele, wie hier Amazon dabei tätig wird. Also nicht nur bargeldlos mit Bankkarte, sondern einen Chip in der Hand. Einen sogenannten RFID-Chip. Das nennt man Radio Frequency Identification Chip. Entrechtet von den Menschenrechten und immer aufspürbar wird man mit diesem Chip sein. Hamburg ist nicht weit weg und ein deutschsprachiger Raum, wo all dies gerade umgesetzt wird. Nicht nur grüne Politiker haben in Deutschland vor, jede Stadt in sogenannte 15-Minuten-Städte zu verwandeln, auch Smart Cities genannt. Dies bedeutet kein Autoverkehr, auch kein Besitz. Die Bewegungsfreiheit nicht über den Gehbereich von 15 Minuten hinaus. Totale Überwachung mit Kameras und Schleusen-Checkpoints an den 15-Minuten-Grenzen. Überwachungsstaat mit Hilfe von neuen Arten von Polizisten. Und dies ist nicht nur schon jetzt ein Versuchsprojekt in Hamburg. In Bologna werden schon sogenannte Tugendpunkte verteilt, sodass, wenn du nicht brav bist, nur noch Wasser und Brot bekommen wirst. Was brav sein bedeutet, dürfte euch dann hoffentlich klar sein. Da spreche ich jetzt nicht von irgendwelchen Untaten, die Schwerverbrecher begehen. Das alles haben sich unsere Politiker von China abgeschaut und wollen diesen Überwachungsstaat nun auch bei uns einleiten. Frag doch mal den Södolf, er gibt dies jetzt schon bekannt. In England gibt es, so wie in China, all das schon jetzt im vollen Umfang. Die Bürger in England fangen gerade an, dagegen zu demonstrieren. Zerschlagen sogar dazu alle Überwachungskameras. Unsere Politiker werden von World Economic Forum gesteuert. Auch die russischen. Da braucht mir keiner etwas vormachen. Die ganze Welt soll zu einer 15-Minuten-Stadt werden. Auch in Kanada ist es schon soweit. Smart City bedeutet nicht, dass wir alle smart leben werden können. Klaus Schwab, der Vorsitzende von World Economic Forum, hat schon bekannt gegeben, dass er unseren Politikern einen Autobesitzverbot bis spätestens 2030 diktiert. Private Besitzer von Elektroautos sind darin auch eingeschlossen. Nun gut, verdaut nun all diese Informationen, die ich euch noch in diesen restlichen 12 Stunden dieses alten Jahres aufzeigte, und dann versteht ihr, dass ich als Realist euch kein gutes Jahr vorheucheln kann. Somit verabschiede ich mich nun an euch im vertrottelten Österarm.